Hey, willkommen hier zur vorletzten Folge zum Einsiedlerhaus. Ja, das Ding ist bald fertig und heute gehen wir nochmal an den Außenbereich ran mit eurem Feedback. Da gab es wieder zahlreiches Feedback. Dankeschön dafür, für eure Kommentare. Und dann machen wir noch so ein paar Details, bevor es dann weitergeht in das Schlafzimmer. Und das wird richtig rustikal, aber so richtig. Aber trotzdem irgendwie total gemütlich. Vor allen Dingen am Schluss, wenn die Pflanzen dazukommen. Aber seht selbst, ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Jetzt geht's los. Wie gesagt, vorletzte Folge, das heißt das letzte Mal die Chance zu kommentieren, Einfluss zu nehmen. Vielen lieben Dank schon mal. Und ja, jetzt geht's los. Viel Spaß. Daumen hoch. Da sind wir hier im Wald von Granite Falls beim Einsiedlerhaus. Schön, dass ihr dabei seid. Danke euch, BB. Enable Free Build. Ja, wir müssen erstmal den Baumodus freischalten, denn auf diesem geheimen Grundstück ein Spezialschauplatz, genannt auch Einsiedlerhütte. gibt es ja noch einiges zu tun. Ihr habt wieder fleißig kommentiert. Wir fangen damit mal an. Selina W. Wie wäre es eventuell mit einem Hufeisenspiel aus Outdoor-Leben als Aktivität für draußen? Sehr gute Idee, aber wir haben keinen Platz mehr. Müssen wir mal gucken, wie groß das ist. Hufeisen, Glückstreffer hier, da haben wir es doch. Genau, das nutzt man irgendwie so selten. Hier passt natürlich perfekt rein. Und das gibt es auch in dem schönen dunklen Braun hier, ne? Die anderen Farben kannst du irgendwie nicht gebrauchen, aber... Ja, das nehme ich in diesem Braun. Wo müssen wir da hin machen? Ihr geheimes Hufeisen-Wettspiel im Garten. Es wird ein bisschen knabbig, ihr merkt es auch, ne? Es ist schon wieder ja auch so spät für so ein großes Objekt. Hier wäre es so ein bisschen fehl am Platz irgendwie, ich weiß auch nicht, so hingedrückst, oder? Na, wäre eigentlich ganz schön so. Vielleicht kriegen wir das irgendwie noch so ein bisschen rein. Müsste eigentlich gehen. Auf jeden Fall Move Objects aktivieren. Ihr dann auch, wenn ihr es platziert, damit ihr auf das Ding zugreifen könnt. Sonst wird es schwierig hier, ne? Oh je. Ich hoffe, die Galerie verschluckt es nicht. Ja, das war so der Plan. Also wir können auch hier nochmal mit diesen geraden Zäunchen, vielleicht in so einem Gärtchen, so ein eingezäuntes Gärtchen, machen, weil es sind ja hier Wald, wild im Wald. Wild im Wald. Und dann könnte man das Tier vielleicht nochmal an den Rand platzieren und die Bienchen vielleicht dann doch irgendwo anders hin oder so. Ich weiß es noch nicht. Aber die Bienchen wären ganz gut bei den Pflänzchen, weil... das halt so rum besser wäre, dass die nämlich die Pflanzen bestäuben. Ist kein Witz, geht wirklich. Ich würde das halt ungern so gerade hinstellen, dann sieht es wieder so kästchenmäßig aus. Ja, oder wir setzen das hier irgendwo rein und gucken nochmal nach unserer, ne, weil das schwebt da in der Luft, wenn man es da platziert, nach unserer Neigung. Aber die Neigung, die muss eigentlich fast schon so bleiben. Die können wir noch ein Stück weiter zurück, aber da hinten ist es auch... Also ich weiß auch nicht, wo ich das hinstelle, aber das ist hier Top-Kommentar. Das passt natürlich sehr gut. Vielleicht können wir das da hinten reinquetschen und den Baum ein bisschen verschieben noch, ne? Das wäre vielleicht noch die bis zum Rand hier, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter hier. Machen wir das mal so. Dann müssen die Käfer weichen. Die können dann wegen mir nach oben. Die müssen nicht da unten bleiben. So, next one. Was haben wir noch? Vieh, hallo Daniel. Deine neue Baufolge ist wieder richtig super. Danke dir. Allerdings würde ich die Wäscheleine nicht direkt neben den Grill platzieren. Vielleicht findet die Wäsche ja vor oder neben dem Häuschen noch einen Platz. Das ist ein guter Punkt hier. Ne? Das ist ein sehr guter Punkt. Also wir machen auf jeden Fall mal den Grill hier hin. Weil dann machen wir hier vielleicht noch so einen Tisch dazu. Und dann würde ich aber die Wäscheleine hier lassen. Weil das hier ist so schön irgendwie das... kann man sich richtig vorstellen, dass hier der Wind kommt und das so richtig schön irgendwie lüftet alles. Ansonsten, hier unten würde ich echt das Gärtchen machen, vielleicht auch ohne Pflanzenkästchen. Und wir müssen auch nochmal weiter gucken, weil Magdalena Berger schreibt, super Folge wieder. Ich würde allerdings die Werkbank unter das Dach stellen, dann ist man vom Regen geschützt und den Brunnen zu den Bienen stellen. Dadurch hat man in der Mitte Platz für mehr Interaktionen. Ich finde es gerade cool, dass der Brunnen da in der Mitte ist, weil der hat dann so ein... ne, das ist dann hier so das zentrale Element, auch rund. Und da unten wird es ein bisschen knapp mit dem Brunnen und den Bienchen. Also die sollen da auch ein bisschen Platz haben zum Gärtnern. Ne? Also es ist alles so ein bisschen schwierig. Wir könnten mal probieren, wenn wir hier nämlich nur Erdhäufchen machen. Oh, Erdhäufchen, ein armes Häufchen. Dass dann vielleicht der Brunnen, ja, das ist immer die Sache. Ne? Bienchen oben. Bienchen müssen bei den Blümchen hier. Bienchen und die Blümchen. Kann man sich gut merken. Also ich würde es hier mal lassen, einfach. Aber wir können mal gucken, ob wir das vielleicht nochmal drehen, und zwar mit der Werkbank. Wir haben ja da drüben ein Dach, aber ich würde das Dach
eher hier auch lassen wegen dem Fenster. Und wenn das Fenster direkt neben der Werkbank ist, schwierig. Aber wir können mal probieren, uns selber ein Dach einfach zu bauen. Ne, das ist jetzt hier wieder natürlich total bescheiden, weil das, man kann das nur drehen in den Kästchen, aber mit der Toolmod wird es gehen. Aber man könnte da probieren, vielleicht sich so ein eigenes Dach zu machen für die Werkbank, die man hier dann damit hochleveln müsste, das eigentlich gehen, weil es ist ein Wandobjekt und Wandobjekte sind eigentlich nicht zickig, wenn man was drunter stellt, weil die quasi keinen Platz beanspruchen für sich. Wenn man das so macht, natürlich ein bisschen schöner. Ich probiere es jetzt erstmal, ob es klappt. Und dann das hier nochmal verschiebt hier. Ein bisschen den Dreck hier weg. Der Dreck muss weg. Dann könnte man da Säulen natürlich dann noch nehmen dazu. Jetzt müssen wir gucken, wo die wieder sind. Die hätte man vielleicht am Anfang platzieren sollen, Mensch Daniel. Dass man das so quasi auf den Säulen abstützt, ne? Da wäre eigentlich besser, wenn das Dach andersrum wäre, weil dann hätte man in den langen Seiten hätte man dann ja, oder man macht die hinten hin. Kann man die kann man auch schräg drehen, genau. Wir machen die hinten hin, machen nur so ein schmales Dach, weil das müsste von der Breite her dann passen wieder. Probieren wir das mal aus hier. Weil das könnte ich mir noch vorstellen, dass wir einfach selber was basteln da, ne? So ein kleines Vordach, reicht das? Müsste eigentlich reichen. Bisschen höher noch, bisschen rein noch. Das ist wieder so kurz, das Dach, ne? So also ein bisschen hier und da und Löffelstiel hier, oder wie war das? Tiefer gehen die nicht mehr, ne? Das sind schon minimal. Ja, viel bringt das nicht. Aber ich habe eine Idee. Man könnte es ein bisschen stabilisieren, indem man hier Winkel reinsetzt, beziehungsweise Regalbretter. Und das Coole daran wäre, wir haben ein bisschen Dekoplatz. Ja. Passen die da dazwischen? Bestimmt wieder nicht, ne? Ja, so ein. Ja, es passt immer ganz genau nicht dazwischen, wahrscheinlich. 3 mm ja gefehlt. Verflixt und zugenäht. Aber man könnte das so machen, dass man die vielleicht, ich überlege, was gibt es noch für Objekte, dass man die vielleicht so reinsetzt, dass das hier so. Ne, rechts und links ist. Weil aneinander ist wieder, dann flackert es wieder so bescheiden. Aber so könnte man das machen. Ja, das ist selber geschustert hier. Da war der Ast zu Ende. Ja, dann könnte man da so ein bisschen Deko reinsetzen. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen. Das muss hier halten, du. Das muss hier halten. Vielleicht, wenn wir Deko reinsetzen, ist es nicht mehr so krass. Vielleicht haben wir auch irgendeinen Schrank, der da hinten reinpasst. So dazwischen quasi, zwischen die Säulen. Irgendwie so ein Regal oder irgendwas. Ja, oder man nimmt das. Ich glaube, das ist größer, ne? Das könnte man auch angestrichen haben. Weil das ist nämlich ein wuchtiges, monsterwuchtiges Ding. Und das können wir dann einmal verkleinern. Und dann so ein bisschen da rein. Ist halt schon sehr wuchtig, das Ding, ne? Wenn man es ein bisschen nach hinten setzt vielleicht. Hm, ja, das ist halt schon irgendwie ein Wandregal, ne? Ja, das ist schon sehr schwer dann für diese Pfostendinger. Wir haben das hier noch. Wie breit ist denn das da? Das könnte man noch probieren, aber das wird auch so schmal sein. Die Regale, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Die sind eigentlich immer so breit wie ein Kästchen, aber wir sind ja in der Schräge. Deswegen ist das länger, ne? Hm, oh je, meine. Immer diese problematischen Problemchen hier. Guck, man könnte auch mit der Tool mal das Ganze größer machen. Ich probiere jetzt nochmal was mit dem Tisch, aber da werden die Füße wieder rausgucken da, ne? Das wäre natürlich ideal. Aber da gucken die Füße raus. Vielleicht können das auch so Stangen sein, wo man noch was hinhängt, aber wir haben nichts zum Hinhängen, ne? Naja, also alles nicht so das Wahre. Oh ja, das ist auch ein bisschen größer gefühlt. Zwar immer ein bisschen größer, ne, das ist gar nicht mal größer, ist nur. Ja, es ist nur, weil es so bold aussieht. Aber das sieht auch nicht schlecht aus. Aber es ist auch wieder ein bisschen zu schwer, ne? Hui, das wird schwierig heute hier, ne? Das ist wieder die Suchfolge hier. Such-Extreme hier. Wenn man das vergrößert, das ist auch ein bisschen filigraner. Da könnte man aber die Balken sind dann da dazwischen. Ja, da würde ich vielleicht mal so machen. Das wäre noch was, ne? Das sieht schon mal besser aus als das obere. Du Baum, bleibst da bitte. Das ist auch nicht ganz ideal. Aber wir können ja auch mit der Toolmod, ne? Aber das finde ich jetzt am schönsten, weil das hat also auch so Macken. Ich versuche es immer zu vermeiden. Wir machen mal 1.5, ne? Weil wir haben jetzt die Zweiergröße. Ja, genau.
Das können wir, die Winkel können wir am Rand hin machen. Das ist okay. So, aktives Objekt umschalten. Ich klone mir das mal. Damit ich hier zwei davon habe, weil dann können wir zwei Dinger hier setzen. Weil wir haben diese Höhe, ne? Die muss man irgendwie ausfüllen. Dann machen wir das hier, ne, ein bisschen tiefer noch. Und das andere auch noch ein Stück runter, dann bitte. Können wir das nochmal ausrichten? Ah, der Baum schon wieder. So. Ja, so ist das doch gut. Oder nicht? Daumen hoch, ja. Selbst gebasteltes Regal. Wenn da Deko draufsteht, merkt kein Sim, dass das ein bisschen scheps aussieht alles. Das sind ja Handwerker. Die werden schon das richtig verschraubt haben, ne? Ein bisschen Dach haben wir jetzt. Ein bisschen. Ist okay, oder? Ist okay. Ja. Ja, ist auch immer noch so schön offen. Das finde ich auch mal gut. Dann machen wir hier, das sind die Vögel. Dann können die Vögel gleich hier mampfen. Das Ding muss aber so rumstehen, weil darum, da ist ja die, da ist ja die, da ist ja die Seite, wo das Käferschend sichtbar ist. Ne? Das ist nicht so easy hier. Nicht so easy beasy. Wir können dich vielleicht nochmal hier, aber das ist auch wieder schräg. Ganz schön schräg hier. Ich will so gern die Käferlines hier haben. Die sind da am Eingang. Ja, hoffentlich verwechselt das niemand mit dem Briefkasten. Das ist ja ein bisschen blöd. Wir können die auch hier in das Wilde reinsetzen. Wäre vielleicht sogar ganz schön, wenn das hier so wäre. Weil dann ist das so irgendwie in der Natur noch mit drin, ne? Das ist alles so ein bisschen hier. Machen wir das bunt? Können wir malen das mal einfach bunt. So, bitte nicht in meinem Busch kacken hier, ja? Extra Blatt. Sims kacken schon wieder in den Busch. Okay, dann haben wir das mal gelöst hier, ja. Das ist gut. Hier der Waschdinger. Ein bisschen weg vom Mülleimer noch. So, da haben wir auch noch einen Mülleimer übrigens. Genau, hier der Ding. Und da brauchen wir jetzt noch so eine Sitzgelegenheit. Komfort. Wir gucken mal erstmal in die Tische rein. Da gibt es ja auch, ja, so schöne Holztische, so ein bisschen so ein Bartisch. Aber wir haben auch diese, die nutzt man so selten, ne? Man guckt immer da rein und dann merkt man gar nicht. Man hat auch noch hier so schöne, und wie viele Picknicktische, also solche Bänke mit Polster und mit was weiß ich alles für Dinger da, ne? Die übersieht man voll oft, finde ich. Wir haben auch tausende von den Dingern da drin, ne? Das ist so ein bisschen auch schade eigentlich. Das brauchen wir schon mal nicht. Autoleben wäre wieder toll. Batu ist mega schön. Ja, ich glaube, ich nehme auch den Batu. Der hat nochmal was hier. Oh, der ist schon ein bisschen arg angefressen da, ne? Aber hätte auch was. Der bunte ist dessen zu sauber. Ja, Holz wäre halt Holz wieder. Aber der Batu, der ist schon mega. Also der hat irgendwie mega was, finde ich. So richtig... richtig geiler Tisch einfach, ne, mit so Ritzen drin, Ritzereien. Das ist schon irgendwie toll. Also ich glaube, ich nehme auch den ersten auch, oder mit den, ich hätte den gern mit Schnitzi, aber das gibt's nicht, ne, wieder der Teller. So ein bisschen, dann nehmen wir doch den ersten, ja, nehmen wir den ersten. Da kann man da nämlich sitzen, hier grillen, ein bisschen was essen und dann passt das, ja. Ist doch gut. Wir machen da natürlich auch noch ein bisschen Sprühfarbe dann hin. Das sieht noch sehr platt aus hier. Aber soweit haben wir mal die Aufteilung. Das fände ich jetzt mal ganz gut. Dann haben wir uns für der Teller entschieden. Ja, da gibt es kein schönes Braun. Dann könnt ihr dann natürlich auch der Teller nehmen. Das war ja das da mit dem... Ich finde das so cool mit den Schnitzereien. Das ist so ein bisschen was. Ja, dann nehmen wir den. Der ist schöner. Bisschen verratzter, bisschen verschönert. Ja, Schirmchen würde ich da jetzt eigentlich nicht nehmen. Die sehen immer so plastikmäßig aus halt. Aber man könnte da nochmal irgendwie so einen kleinen Beistelltisch oder irgendeine Ablage, so eine Kiste oder so. Genau, das ist schon mal gut. Dass man da wenigstens nochmal irgendwie so einen Tisch hat oder irgendwas halt. Dass da irgendwas noch ist zum Objekte abstellen. Teller gefühlt werden die da abstellen. Wir haben auch noch, das ist auch mega schön. Wo sind die? Ich suche die Baumstämme da. Die da. Baumstümpfe. Muss man schon sagen. Da gibt es auch nochmal einen kleineren, glaube ich.
Aber der ist natürlich auch schon mal was hier, ne? Das ist schon mal ganz schön. Das ist wieder, ich mag eigentlich die dunkleren lieber. Weil auch der schwarze da ganz schön ist. Mhm, das hat auch was Süßes noch mit diesem Blümchen, ne? Hat man das vielleicht gefällt? Der wäre aufs Dach gewachsen oder irgendwie so, dass man da nochmal so ein... Oh, der arme Baum gefällt. Hier ist er voll unschön hier. Wer hat den Baum gefällt? Aber wir können den vielleicht hier dahinter oder so, dass man da nochmal... Da nochmal eine Naturecke zwischen die, wenn man die wirklich als Erdhäufchen macht. Man da unten nochmal ein bisschen den... Das sieht auch so frisch abgeholzt aus, ne? Ist ein bisschen schade eigentlich. Wir machen den hier hin. Das könnte auch so ein... Oder das so ein bisschen rein vielleicht, dass er nicht ganz so auffällt. Schwebt der jetzt? Nee, ne? Alles gut. Ach so, ja, ich habe noch kommentiert, hier meine Holzfigürchen würden schweben. Schweben die? Oh nein! Die schweben. It's magic. Ja, das ist ein bisschen schade, ne? Bisschen blöd. Dann müssen wir die doch wieder größer machen. Aber die sind so riesig dann. Wieso schweben die denn? Ist das wirklich wegen dem Hochleveln? Weil ich das Regal kleiner gemacht habe, wa? Das ist dumm. Das ist dumm. Dann müssen wir es mit der Toolmod machen, weil anders... Ich weiß nicht, geht das überhaupt, wenn Objekte eingeslottet sind? Dass man die dann runterschiebt, weil die sind ja eingeslottet. Minus 0.1. Ja, das geht sogar. Heben, senken. 0.05. Also die Hälfte nehmen wir mal 2. Ja, so ist es gut. Und mit Alt wieder und klicken, dann sind die jetzt hier fest. Sehr gut. Gut aufgepasst, danke euch. genau. Werkbank unter das Dach, das haben wir jetzt gemacht. Wäscheleine neben den Grill und das Hufeisenwurfspiel. Das war soweit mal euers. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das hier noch ein bisschen schöner machen. Indem wir da mal ein bisschen sprühen. Jetzt sind die Objekte fest, ne? Das ist immer ganz gut. Also man kann auf jeden Fall mal hier, ups, das da nehmen. Dass das hier so ein bisschen noch, ja, so ein bisschen heller hier noch ist. Das so ein bisschen auch. Erstmal so ein bisschen heller, weil dann kann man, da wo Objekte sind, an dieser Stelle, da kann man dann, es ein bisschen dunkler machen. Und das Dunkle, das sieht dann halt so ein bisschen aus, weil am Rand sammelt sich halt oft der Dreck oder so, ne? Wenn der Wind, der weht da alles dahin. Und am Rand ist es so, dass man da eigentlich nicht so viel, ja. Da ist halt der Rand. Ränder sind schmutzig, merke. Und schleimiger Schleim hier. Das ist so ein bisschen auch mit dem Holz, dass das so ein bisschen verschwimmt. Und das sind dann auch die Stellen, wo dann, ne, das so, ja, dann sich vermischt mit der anderen Textur. Nur so ein Stück. Und dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus, wenn das so ein bisschen so. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen getropft. Das ist ein bisschen matschiger. Die Kleidung getropft. Und jetzt gehen wir ein bisschen größer und machen hier auch nochmal ein bisschen erdig alles. Das ist noch... ein bisschen dunkler ist. Und jetzt können wir noch mit so ein paar Grüntönen drüber matschen, damit es nicht so trist aussieht, ne? Das ist nochmal so die Kür. Hier in der Mitte gefällt es mir noch nicht. Da ist noch ein bisschen irgendwas. Das ist zu stark hier. Bisschen moosig. Wir müssen da auch irgendwas noch hinmachen. Ich glaube, wir brauchen da irgendwie so ein Gras nochmal oder so ein Gebüschel oder irgendwas. Kleiner gerne. Das ist noch so ein bisschen hier noch so am Rand, weil da kommst du nicht dran mit dem Meer. Ja, in Sims ist halt alles flach am Boden, ne? So ein bisschen shitty eigentlich. Und wir mischen da nochmal anderes Gras mit rein. So ist doch gut. Das ist der Kühlschrank übrigens, ne? Ist kein Witz. Da kann man Snacks sich rausholen. Autoleben wirklich mega Pack, finde ich echt geil. Auch die Welt und so. Das ist das auch das erste war. Normalerweise sagt man ja auch immer, dass die neueren Packs eigentlich immer besser werden. Der Detailreichtum, der steigt auch und so.
Und das ist schon so auch allgemein, kann man das schon so sagen. Accessoires-Packs vor allen Dingen haben, die neueren haben viel mehr Content. Jetzt bei den Gameplay-Packs würde ich nach dem neuesten Wurf hier nicht mehr das erzählen, aber ja, es geht schon in die Richtung, aber Outdoor-Leben, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie sich damals noch besonders angestrengt, neue Kategorie etablieren und so. Also ich mag das wirklich sehr gern, Outdoor-Leben. Finde ich richtig, richtig nice, sind das die Debug-Sachen? Oh je, ne? Die können wir wieder nicht klonen hier. Aber ja, das reicht auch schon. Auch ein hübscher Rücken kann entzücken hier, ne? Da müssen wir ein bisschen hier was blümeln. Blümeln, äumeln hier. Das passt schon. Jetzt noch die bunten rein. Die bunten Pflänzeleins. Bisschen kleiner mit dir, bisschen darüber, bisschen gedreht. So soll es doch sein hier. Und dann noch die hellen da so teilweise rein. Einfach mal, das ist auch Natur, ne? Das wächst eh wie es will. Deswegen könnt ihr auch klicken, wo ihr wollt. Das ist so ein bisschen was. Ja, das steht dann auch so ein bisschen über, dann sieht man es auch. Und hinten würde es jetzt wirklich nicht mehr so extrem detailliert machen wie vorne. Weil da guckt man halt echt nicht hin. Und jede Pflanze mehr ist eine Performance-Krücke. Entsprechend. Waren das schon die gelben? Ja. Weil jede Pflanze, ne, ist jedes Objekt, das man platziert, ist ja, macht ja das Spiel ein bisschen langsamer, wenn man so will. Und das Wehchen. Weil dann noch so ein paar Details. Aber nicht ganz so. Also wir machen es nicht hässlich oder irgendwie komisch. Sondern wir machen es halt nur nicht so krass. Dass es nicht so krass ist wie vorne. Ja. Bei vorne haben wir viel mehr auch mit den Gräsern da noch dazwischen. Und hier noch das hier und da. Oh ja, da ist schon hier wieder. Und da hinten, da guckt man nicht so. Ist voll schön. Oder so eingekreist von Pflänzels. Wenn du da allergisch bist. Ja. Dann bist du, dann musst du umziehen. Also das ist also. Wir können hier auch nochmal so eine Pflanze, die ist da vielleicht ganz schön, wenn die da so ein bisschen durchwächst noch. Der Baum ist schlecht. Hier machen wir das mal so. Und du kommst da auch nochmal dazu, bitte. Bleib doch da oben, Mensch, Pflänzelein, ein bisschen kleiner. So. Voll schön, oder? Daumen hoch hier, dankeschön. Ja, guti. Okay, da müssen wir auch noch ein bisschen ran. Dann nehmen wir auch wieder die da am besten. Ja, das ist das. Das ist das Standard-Hangpflänzelein. Ein Drang zum Hang. Hier ist wieder ein bisschen blöd. Man darf da nicht so weit hoch, sonst hat man die Pflanzen da im Wohnzimmerboden drin oder im Schlafzimmerboden in dem Fall. Nochmal so eins dazu und dann nochmal das Gras. Dass nochmal so ein bisschen abgeschmeckt wird hier. Solange es nicht hochhüpft, alles gut. Okay. Ja, jetzt ist die Frage. Also ich würde ungern so ein Feld machen jetzt doch irgendwie. Mir ist das ein bisschen zu eng hier. Ich würde das echt mit den Pflanzentöpfen machen. Gartentöpfen. Dass es so ein bisschen auch hier ein bisschen schräger ist, mit Absicht. Damit es natürlicher wirkt, einfach. Und hier ist ja der Weg, ne? Das geht hier, da kann man auch außen rumlaufen. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein, ne? Sieht schon mal ganz gut aus. Wir müssten da noch so ein bisschen Deko halt platzieren. Jetzt bin ich am Überlegen, was gibt es denn da für Deko? Da muss man halt nochmal gucken, hier, wa? Deko für das Werkbänkelein. Da müssen wir eigentlich im Debug gucken. Wie man auch so automatisch irgendwie schon wieder sucht, was könnte denn hier von den neuen Sachen auch passen, ne? Das ist ja so. Könnte denn hier passen? Das wäre doch ganz schön. Ja. Ein bisschen am Geschwebel. Geschweble. Das geht ja auch nicht, oder? Dass man das so macht. Man guckt es unten raus. Ach du Nudelding, du.
Ja, es ist schon ein bisschen in der Schwebe hier. Aber das verstehe ich eigentlich nicht, weil ich habe die anderen ja auch manuell hochgelevelt. Vielleicht sind die ein bisschen zu weit. Sind die ein bisschen weiter hinten. Und dann, ist hinten eine andere Bodenhöhe. Nee, aber ich hätte gern das Kistchen. Dann muss ich das auch wieder manuell hier. Das ist aber echt komisch mit den Stufen jetzt. Das finde ich komisch. So, komm. Tool. Heben, senken. Also minimal. Minus 0.034. Ja, ist auch egal. Ja. Okay. Geschätzt und zugenäht. Rastet nichts ein hier. Oh, der Fisch ist voll schön aus Sulani. Den könnte man aber trotzdem auch hier nehmen. Passt er nicht sogar auf den Schrank hier drauf direkt? Das ist doch gut. Und dann nehmen wir den hellen mal. Dann haben wir da ein bisschen Kontrast. Oh, da gibt es auch den Tierdinger da, ne? Vorsicht vor dem Hunde. Dann nehmen wir doch den hier. Ja, oder? Der ist so cool. Tada. Vorsicht vor dem Hunde. Ja, da wurde auch gefragt, willst du eigentlich ein Sim oder zwei Sims? Also auf jeden Fall ein Hund. Oder Katzen? Weiß noch nicht. Und zwei Sims müssen da rein. Ich weiß nur noch nicht, ob wir da Dokumente, ob wir hier, ob das noch reinpasst mit dem Hunde- und Katzen-Gameplay, aber irgendwie kriegen wir das rein. Auf jeden Fall so ein schnuggeliges Pärchen, so ein Rentnerpärchen oder so Einsiedler, keine Ahnung. Vielleicht auch die Sims, die ihr erstellt habt für die Umstyling-Challenge. Das wäre doch ganz schön. Okay, gucken wir mal weiter. Wir haben noch so viel zu tun hier. Wir haben noch das Schlafzimmer und hier noch das Bad. Und da können wir natürlich mal gucken, was passt denn da für ein Bett. Also ist natürlich auch hier wieder Outdoor-Leben extrem geil. Aber ich würde sogar so ein natürliches Geschnörkel das hier mal ausprobieren. Da gibt es echt wenig Farben, ne? Vier Stück hier, ist nicht dein Ernst. Das sieht ein bisschen trist aus. Das Grüne ist natürlich wieder schön, passt farblich voll gut zu unserem Grün. Ist alles grün bei mir immer, ne? Muss man nichts sagen. Das ist hier halt wieder ein bisschen ungünstig wegen der Tür. Aber hier ist auch die Tür. Aber zum Bad geht's eigentlich. Und wir haben ja da noch gut Luft. Das würde schon funktionieren. Fenster hier können wir noch schieben. Das muss nicht immer hundertprozentig symmetrisch sein, oder? Aber das irgendwie, wie man es dreht, ist blöd, ne? So direkt davor ist dumm. Drüben ist auch dumm. Drüben ist auch nicht so ideal. Ich würde es trotzdem mal hier hinsetzen und da dann. Oder? Haben wir das. Ja, ist halt nicht so ideal, ne? Die Badtür könnte man auch noch verschieben, merke ich gerade. Die ist ja hier nicht gesetzt. Dann machen wir die auf jeden Fall mal dahin. Und dann haben wir hinten Luft für das Bett. Das mit dem Fenster ist ja blöd. Kannst du gar nicht aufmachen, wenn da das Ding davor steht. Außer man macht das Bett vielleicht so rum. Ja, das wäre, glaube ich, noch besser. Ne? Dann kann man auch hier so ein bisschen aus dem Fenster rausklotzen hier. Wäre die Tür nochmal fast bis an den Rand. Ja, dann ist das eine runde Sache hier. So passt das doch. Okay. Dann haben wir da drüben sogar noch ein bisschen Platz für Kleiderschrank. Ja, da geht's schon wieder weiter. Ich finde die Kommode halt mega schön. Die hat's halt voll irgendwie. Die ist halt so ein bisschen fast schon modern, aber die ist irgendwie schnucklig und märchenhaft so, ne? Die wäre schon schick. Hier ist so hinten ran. Wir haben auch aus Outdoor-Leben da jede Menge Sachen. Es ist aber so ein bisschen. Ich möchte es nicht ganz so Holz. Ja, das ist die Frage. Outdoor-Leben gibt es auch ein. Ja, die da ist es, genau. Die ist schon sehr urig, aber es passt schon zum Stil auch, ne? Wenn man da jetzt die helle nimmt, wie die fürs Bett, aber da gibt es die gar nicht. Blöderweise. Dann dachte ich, könnte man vielleicht einen dunklen Boden nehmen. Das wäre ganz schön. Aber wenn die auch dunkel ist und der Boden dunkel ist, ist ein bisschen schwierig. Ne? Und die andere ist schön heller, ist nicht so schön jetzt. Ja.
Jo, und da kann man entweder den Inselboden, der ist ja toll. Welchen haben wir da? Den Dings. Ja, okay, dann will ich dann doch den da Wildwestholz hier nehmen. Der ist echt schön mit den Kratzern auch und so richtig gut. Richtig guter Tisch, Boden hier. Ja, das geht noch. Der ist auch ein bisschen heller. Dann nehmen wir doch vielleicht das... Es gibt auch noch das andere Bett. Wir können mal gucken, ob wir da vielleicht... Also wir können auch immer einen Teppich reinsetzen. Also einen Teppich oben drauf packen. So ein bisschen dezenter. Aber ich mag dieses Braun total. Nee, wir lassen das. Wir lassen das. Wir machen einen Teppich. Da darf jetzt gerne noch mal ein bisschen... Jetzt ist aber die Bettwäsche wieder hässlich, ne? Ja, entweder so ein gewebtes Ding. Ja, das ist, glaube ich, das, was wir wollen hier. Oder der hat ein bisschen Farbe drin. Ist trotzdem irgendwie so ein uriger hier. Oh, die sind alle irgendwie schön. Da kommt es drauf an, welche Farbgebung wir wählen. Das Orange hat auch was. Wir haben ja da auch so ein bisschen grünlich, braun, gelb. Ist schon die, ja. Der ist halt auch sehr, sehr, ne, so neutraler. Irgendwie, ich hätte den auch drunter, sonst wippelt das Bett vielleicht. So, ich tue den immer drunter. Ich weiß, viele machen das so. Finde ich aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Bei Mumu muss das irgendwie unter das Bett. Dass man rechts und links, egal wo man aufsteht, hier in der Mitte des Teppichs. Ja, wir können auch jetzt hier direkt nochmal so einnehmen. Dann ist das harmonischer. Oh, der ist auch ganz schön. Gibt es da auch die richtige Farbe da, die dazu passt? Oder ist das... Ja, ein bisschen heller auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Wenn man das so macht. Und jetzt hier den Spiegel. Und da gibt's... Ja, der ist nämlich genial. Oh ja, gut. Dann haben wir nämlich die passende Dings hier schon dazu. Die passende Kommode. Das ist natürlich schon geil jetzt, ne? So ein Spiegel da. Ja, da noch ein Schränkchen oder so an die Seite. So ein Sideboard, so ein schmales. Und ja, ich würde nichts hinten an die Wand stellen, weil dann verdecken wir diese Fenster, diese Schnörkeldinger. Und jetzt bräuchte man ja hinten eigentlich noch was. Da müsste ein Bild hin, hier Nachttische. Und... ja, hier ist ja Flur mehr oder weniger. Ja, gut, okay, das reicht auch. Jetzt haben wir noch im Schlafzimmer Kommode, ja. Ja, also gut, dann nehmen wir jetzt hier die. Es gibt noch ein Bett, was auch passt zu diesen... Jetzt gucken wir uns mal an, vielleicht passt das auch besser von der Bettwäsche her. Das da, ja, das ist nochmal so ein bisschen was. Das ist das Bläuliche dann, okay, bei dem dunklen Holz. Oh, das ist auch gut. Ja. Das ist halt schon wieder sehr urig dann, ne? Aber es passt halt schon besser zum Rest dann. Wenn man das gleiche Set nimmt, das ist schon, sieht schon geil aus, ne? Wie wenn man das hier selber gebastelt hat alles. Richtig aus dem Holz noch, also nicht so richtig, so richtige Holz, was man halt gerade gefunden hat, weil das so krumm ist alles und so ein bisschen auch dann, ne? Diesen Macken da, das ist schon geil. Lampe. Wir brauchen erstmal diese Pflanzels. Ohne die geht nix. Dann nehme ich mal das Braune. Können wir das so ein bisschen vors Fenster oder hinten dazwischen, das glaube ich ganz gut hier. Ein bisschen das Blatt nach vorne hier gewendet. Das dreht sich ja frei. Und da hinten in die Ecke muss nochmal eins. Das geht nicht anders. Ja, das ist einfach jetzt so. Diese ekligen Rollos da. Ja, das könnte man auch noch nehmen. Ah, das sind ja die für die Decke. Nee, ich wollte eigentlich die für die Wand. Wir gucken mal nach Bildern. Oh ja, so ein bisschen Riss noch. Gibt's denn nicht auch noch ein bisschen Plasser? Die stehen gern. Bisschen Plaster, dann können wir den da so ein bisschen hier bisschen verstecken, dann hat man trotzdem noch einen Riss. Die sind natürlich bäm. Bisschen Wasserschaden. Ist die Pflanze ausgelaufen hinten? Sie hat sich an die Wand geschlängelt. Wenn man die gießt, dann tropft das die
die Wand entlang. Oh, die Käferlampen. Aber es gibt auch hier diese, ja, diese Holzbalken-Dinger, die müssen wir eigentlich unbedingt nochmal nehmen. Die muss man eigentlich hier über dem Bett haben. Das ist so eine Leselampe, aber es ist so riesig, das Ding, du. So ein Monster-Ding und passt farblich natürlich wieder nicht dazu, wa? Ah, das ist wieder hier eine Sache. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Das könnte auch so ein Regal sein. Das ist echt eine Lampe drunter. Ich denke, das sind mehrere Lampen. Das ist voll luxuriös eigentlich. Ne, also diese Spotlights da unten drin reingepfeffert. Und das könnte aber funktionieren. Ja, die sind natürlich auch mega schön, ne? Das ist so richtig Mittelalter. Man muss echt aufpassen, dass man da nicht in dieses Mittelalter-Thema reinkommt. Aber mit den Kerzen, das ist schon toll auch. Das macht so ein schönes Licht auch, ne? Das ist voll gut. Voll gut. Da würde ich immer den Kopf anhauen, wenn ich da vorbeilatsche. Ja, dann machen wir das weg. Schön gewesen, aber nix gewesen. Frosch im Hals. Wir nehmen noch ein Bild. Ja, da gibt es dieses Landschaftsbild. Ja, die sind auch so ausgelutscht. Das sage ich schon seit 5 Jahren oder so. Aber ist halt so, ne? Aber hier passen die halt mega gut. Haben wir noch irgendwas Cooleres, was nicht so ausgelutscht ist? Das habe ich jetzt eigentlich auch noch nicht so oft. Das Sonnenblumen-Schlafzimmer. Da könnte man auch wieder mit Gelb irgendwie das abschmecken. Wenn wir ein bisschen mit dem Teppich schon, gehen wir schon ein bisschen in die Orange-Richtung. Also das passt schon gut. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Die Bärenumarmung. Auch ein wunderschönes Bild. Ja, und das ist halt wieder das Bauernhof-Ding, ne? Der Weg in die Bauernhofwelt. Das ist einfach schon wieder zu krass, ne? Das ist zu gold. Das ist zu goldig hier. Das ist zu Seefahrermäßig. Was ist ein Hinterwäldlerisch? Suchen wir mal Hinterwäldlerbild. Nee, da passt nichts, finde ich. Passt nichts. Wir haben so viel Scheiß, aber nichts passt. Wirklich nichts. So eine. Ja, das haben sich auch viele gewünscht, noch so eine Standuhr. Das ist so ein bisschen. Nicht anhalten, do not touch it. Zeitmesser. Die ist halt so cool. Aber im Schlafzimmer willst du die eigentlich auch nicht haben, ne? Das ist so ein typisches Objekt irgendwie, ne? Wir haben echt keinen Platz für den Scheiß. Es ist so schlimm hier. Es ist so schlimm. Wie man es dreht und wendet, das alles vollgestellt hier. Aber im Schlafzimmer? Du musst ja aber stumm stellen dann. Geht das bei den Dingern? Ich weiß es gar nicht. Wieso eigentlich nicht, ne? Ich finde das irgendwie gar nicht mal so verkehrt. Das hat auf jeden Fall was. Die müsste aber in die Mitte, weil die ist sehr schwer. Da müssen wir die Lampe nochmal verschieben. Die darf nicht zu sehr in den Raum rein, sonst ist der Flur hier so ein bisschen gequetschelt. Aber wir können vielleicht das noch ein bisschen quetscheln hier. Jeder Millimeter zählt. Dass der Rand hier, ne, da können wir auch nochmal, oh ja, da machen wir so ein Sideboard hin. Nee, die sind da nicht. Die sind bei. Die sind. Hier, glaube ich. Ja, irgendwas in die Ecke. Das ist so Handtücher oder. Oh, so ein Werkbanktisch. Das ist auch toll. Oh ja, der ist gut. Hunde und Katzen hier auch wieder. Gibt's wieder nichts in der Farbe. Na gut. Ja, wir müssen auch nicht. Wir können auch mal den hellen nehmen, dann einfach. Das Ding hier. Das ist aber knapp. Das ist aber knapp. Da darfst du nicht die Tür anschlagen hinten. Ja, oder man stellt die hier dazu. Wäre besser. Nein, das ist ein bisschen aufgeräumter. Lass mal so.
Ja, die haben es ja halt nur übrig gehabt hier. So, machen wir das mal hier. Was haben wir denn noch? Da gibt es ja bestimmt noch schönere auch. Oh ja, der ist Dschungel, der ist auch toll. Hm. Ja, jo, ja, da kommen schon wieder die kleinen Tische, in Anführungszeichen. Ja, der ist halt schon geil, ne? Der ist schon geil. Wie können wir den im Bad oder so verwenden? Machen so ein Holzbad. Aber der ist schon cooler. Der ist schon cooler, der ist schon viel cooler. Mhm, das hat was jetzt. Das ist gut, dass wir das hier nochmal erweitert haben. Der ist schon eng hier, shitty. Können wir den noch ein bisschen in die Wand reintricksen? Das geht, oder? Setzen wir den doch wieder mittig, aber ein bisschen in die Wand. Hinten kommt ja, glaube ich, eh die Theke. Ein bisschen vor, dass hinten noch die Füße zu sehen sind. An der Wand wenigstens. Ja, das ist okay. Mehr kriege ich dich nicht reingetrickst, du Bett. Bist schon auf Anschlag. Ja, das ist okay so. Okay. Pflänzeleins, ihr Pflänzelein, kommt mit. Oh, ich baue schon wieder so lang, Mensch. Das gibt's nicht. Komm, wir nehmen wenigstens an das Pampagras hier. Pampagras, gesagt. Ja, die passt da doch da hinten rein. Oder nicht? Das muss hier. Ja. Ja. So, das ist ein Pampagras. Didim, so ein Blümchen da, das ist so ein süßes Blümchen, grünes Blümchen, wir können da auch ein Holzding nehmen, dann nehmen wir wieder das Orange, oder? Komm, den machen wir da hin. Ja, jetzt bekommt es wieder ein bisschen Charakter, wisst ihr, wie ich meine, so ein bisschen was hier, so diese Alraunen-Dinger da, das ist ganz cool. Das ist ja mal mega cool, ne? Das ist ja mal so ein schönes Ding. Da werden vielleicht verschiedenste Dinger da gezüchtet oder getestet oder so. Mhm. Ich mach die nochmal ein bisschen anders, dass die nicht in die gleiche Richtung gucken. Da, nicht du. Dass die unterschiedlich aussehen, die Blätter. Einfach drehen. Ja, und das Ding muss auch noch hier. Das müssen wir jetzt irgendwo noch quetschen. Hier da in die Ecke ist auch gut. Ja, das ist so. Wir haben ja nochmal die Sonnenblumen hier wiederholt. Ja, hier bin ich noch nicht so ganz. Das wäre gut, wenn da noch ein drittes wäre. Aber wir haben, glaube ich, keinen Sonnenblumen mehr, ne? Ja. Da ist es dreimal runtergefallen, weil die Wand nichts hält. Überleg mal, hier schlagt hier ein Nagel rein. Der rutscht bestimmt sofort wieder raus. So ein poröser Stein. Ja, jetzt muss noch was Süßes da rein. So ein Hundi. So ein Hundi. Ja, Hundi. Hundilein. Das ist schon wieder, ne? Hashtag grün und so. Das harmoniert schon gut. Das ist schon sehr schön. Ja, was ist die? Habe ich die jetzt da runter? Nee. Pflanze rein. Okay, das läuft doch mal, oder? Würde ich sagen hier. Ich finde das gerade so schön mit den Lampen. Da können wir zwei Stück ineinander platzieren. Ist ein bisschen heller. Es leuchtet dann. Es leuchtet. Das ist doch schon mal gut. Man kann sich noch bewegen hier drin. Kann man nochmal knutschen oder Antrag machen, ohne dass die Sims hier erstmal rauslaufen und Platz suchen, wo sie noch Platz haben. Hm. Ja, nächstes Mal dann das Finale, Leute. Wir machen noch das Bad und dann noch die Details. Und da könnt ihr jetzt kommentieren, weil es ist nicht mehr viel Platz. Aber wenn ihr noch unbedingt was haben wollt, dann jetzt immer her damit. Und ich freue mich drauf. Das wird mega nice, glaube ich. Schönes Häuschen. Ist auch schon wieder fertig. Haben wir wieder Platz für was Neues. Danke euch. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.